Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Silvers Spielkunde, heute zum Thema Deckformeln. Die Deckformeln sind ein neues Feature, was im gestrigen Patch in das Spiel eingeführt wurde, neben den zusätzlichen Deckslots, und das dazu gedacht ist, Spielern dabei zu helfen, für eine bestimmte Klasse ein passendes Deck zusammenzustellen. Dementsprechend verstecken sich die Deckformeln dann auch hinter dem Button Neues Deck und wir schauen sie uns einmal als erstes am Beispiel eines Magiers an. Wenn wir jetzt also den Magier als Klasse auswählen, öffnet sich eine Auswahl aus vier Möglichkeiten für ein neues Deck. Ganz rechts finden wir die Option Eigenes Deck erstellen. Das ist das, was es bisher schon gab. Das heißt, da kann man sich vollkommen frei mit den Karten aus der eigenen Sammlung für ein Deck austoben und nach eigenen Wünschen was Passendes zusammenstellen. Daneben finden wir jetzt neuerdings drei weitere Optionen mit Vorschlägen der Entwickler für Magier-Decks. Ganz links der klassische Magier, also ein Deck, das ausschließlich aus Karten des Basis- und Classic-Sets besteht. Dieses Deck setzt mit anderen Worten nur voraus, dass man den Magier bis Level 10 gespielt hat, um alle Basiskarten zu haben und dann eine Auswahl von bestimmten Karten des Classic-Sets aus den Packs bekommen hat. Wie man jetzt hier bei mir schon sieht, wenn man goldene Exemplare einer bestimmten Karte hat, dann wird bei der Deckzusammenstellung vorrangig auf diese Karten zurückgegriffen. Dieses Deck verdient in der Tat die Bezeichnung klassisch. Wir haben eine solide Auswahl aus Zaubern und Dienern hier, die durchaus gut zueinander passen und haben damit ein grundlegendes Deck, mit dem man vielleicht nicht die höchsten Ränge der Rangliste erreichen kann, aber das durchaus geeignet ist, einem Einsteiger oder jemandem, der nur mal auf Level 20 und ein bisschen darüber hinauskommen will, die Möglichkeit zu geben, in der Rangliste damit zu bestehen. Während man diese Sorte Deck bei allen Klassen findet, sind die anderen beiden Vorschläge ein bisschen klassenspezifischer. Im Falle des Magiers haben wir ein Deck namens Zauber noch und nöcher, das, so wie es aussieht, sich einigermaßen am aktuell vorhandenen Spell Tempo Mage orientiert hat. Sehr zauberlastig auf der einen Seite und damit Dienern wie dem Flammenschürer oder dem Mana-Würm, die sehr gute Synergieeffekte mit Zaubern haben, insbesondere mit den vielen kleinen Zaubern, die wir hier im Deck haben. Und darüber hinaus eine ganze Reihe von weiteren Karten, die uns ermöglichen, Zauber auf die Hand zu bekommen. Bis hin zu Karten wie dem Erzmagier Antonidas, die uns Nachschub an weiteren Zaubern geben. Hier haben die Entwickler also ein tatsächlich in der Meta momentan vorkommendes Deck genommen und es für Neueinsteiger entsprechend aufbereitet. Unter den jeweiligen Deckvorschlägen sehen wir, wie viele der für dieses Deck vorgesehenen Karten wir denn tatsächlich schon haben. Bei dem Zauberdeck hatten wir alle, bei dem Drachenfeuerdeck fehlt uns eine. Wir sehen hier, es ist die Karte Frostschlund. Eine legendäre Karte, die ich einfach noch nicht besitze. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns, wenn wir dieses Deck anlegen, Vorschläge geben zu lassen, wie wir diese Karte denn ersetzen können. Denn ohne diese Karte können wir das Deck, so wie es vorgegeben ist, halt nicht einsetzen. Wenn wir auf den Button Karten ersetzen gehen oder auf die Karte, die fehlt, selbst klicken, bekommen wir vom Spiel Vorschläge genannt, wie wir diese Karte ersetzen könnten mit Karten, die wir haben. Im Fall hier versucht er dann also, Karten in einem ähnlichen Mana-Bereich und mit ähnlich guten Effekten zu finden. Gleiche Effekte zu finden ist in der Regel nicht möglich, gerade bei legendären Karten, die sind meistens zu einzigartig, aber zumindest grobe Ersatzmöglichkeiten werden einem hier präsentiert, in unserem Fall zum Beispiel Sylvanas und den Agentum-Kommandanten. Mit solchen Ersatzkarten geht natürlich eventuell ein wenig von der Synergie des Decks verloren, aber es ist ja auch nur zweite Wahl, von daher durchaus in Ordnung. Den vollen Funktionsumfang kriegt man halt nur, wenn man alle Karten hat. Also entweder jetzt die Karte herstellen, wenn man genug Staub hat, oder eine Ersatzkarte nehmen. Wir schließen dieses Magierdeck einmal, auch wenn es unvollständig ist, und löschen es wieder und gucken uns als nächstes mal ein paar Deckformeln für den Priester an. Auch beim Priester sehen wir wieder die vier Möglichkeiten, eigenes Deck und den klassischen Priester. Auch hier wieder ein grundsolides Deck aus Basiskarten und Karten des Classic-Sets. Es gilt das gleiche wie für den Magier. Das Deck ist sicherlich für Einsteiger hervorragend geeignet, um in der Rangliste erste Erfolge zu feiern. Aber um damit bis in die höchsten Ränge vorzudringen, ist es eher nicht das Richtige.
Zu den beiden thematischen Decks des Priesters gehört dieses Deck Meister der Schatten, das darauf ausgelegt ist, die Heilfähigkeiten des Priesters zugunsten eines etwas aggressiveren Vorgehens zu Schadensfähigkeiten zu machen. Das heißt, zentrale Karte hier ist, wie auch im Bildschirm gezeigt, die Auronei-Priesterin, die Heilfähigkeiten ja zu Schadensfähigkeiten macht. Wir haben weitere Karten drin, die Heilfähigkeiten bieten, die dann halt Schaden machen in Kombination mit der Priesterin, sowie Karten, die das Ganze dann verstärken, wie zum Beispiel den Prophet Velen oder die Justiziarin Treuherz. Die Idee hinter diesem Deck ist durchaus nicht verkehrt. Man kann auch mit diesem Deck sicherlich einige Erfolge feiern. Allerdings, anders als zum Beispiel das Zauberdeck des Magiers, ist es jetzt kein Deck, das tatsächlich so auch in der Meta vorkommt. Von daher auch hier wahrscheinlich nicht für die höchsten Ränge geeignet. Beim Drachenbrotdeck fehlen mir drei Karten. Wir nehmen den Button Karten ersetzen und können uns jetzt der Reihe nach durch die fehlenden Karten durcharbeiten. Hier nehmen wir mal den Schrumpfmeister. Für das zweite Exemplar nehmen wir mal diese und Froststund als letztes, dann nehmen wir mal die Kabalen Schattenpriesterin. Auch hier werden wir einige der ursprünglich angedachten Synergien verloren haben, aber trotzdem haben wir nach wie vor ein solides Deck, mit dem wir sicherlich das ein oder andere erreichen können. Schauen wir uns zu guter Letzt noch einmal die Deckformeln einer dritten Klasse an und nehmen jetzt mal den Krieger, mal eine ganz andere Klasse. Wir sehen hier neben dem klassischen Krieger und der freien Auswahl die entfesselte Wut, ein Deck, das darauf ausgelegt ist, die eigenen Diener zu verletzen, um daraus positive Effekte zu ziehen. Deswegen sind da auch entsprechend Karten drin, wie beispielsweise der grimmige Gast. Das heißt, dieses Deck geht tatsächlich in Richtung des klassischen Grim Patreon Warriors, wie es ihn früher in der Meta sehr häufig gab. Die weitere Möglichkeit, die uns hier für den Krieger geboten wird, ist ein Reno Jackson Deck. Das heißt, wir haben hier natürlich eines, das sehr stark mit Karten der Forscherliga auskommt. Jede Karte ist nur einmal im Deck enthalten, um den Reno Jackson jederzeit auslösen zu können. Und wenn man sich die Karten so anguckt, gerade durch den massiven Heileffekt, es ist hier ein Deck, das Control-lastig ausgelegt ist. Das heißt, es geht darauf aus, lange Partien zu haben. Mit Elise Sternsucher haben wir sogar die Möglichkeit, den goldenen Affen zu benutzen, um weitere legendäre Karten zu bekommen. Ein Deck, das auf lange Partien ausgelegt ist, allerdings nicht unbedingt jetzt für den Fatigue-Warrior geeignet ist. Dafür fehlt dann noch ein bisschen die Rüstungsgenerierung. Auch hier wieder solide Ideen, inspiriert durch die Decks, die in der Meta bisher so vorgekommen sind. Mein Fazit zu den Deckformeln: definitiv eine gute Möglichkeit, neue Spieler und wenig erfahrene Spieler in die Kunst des Deckbaus einzuführen, indem mit guten Ideen, die aus der aktuellen und vergangenen Meta inspiriert sind, Vorschläge gemacht werden, wie man Decks zusammenstellen kann, auch wenn sicherlich diese Zielgruppe nicht unbedingt alle Karten unbedingt immer für die Decks hat. So wird zumindest die Idee hinter den Decks klar und es gibt Inspirationen, um dann selbst die Lücken mit den vorgeschlagenen Karten oder anderen Karten zu füllen. Man sieht, dass sich Blizzard hier eindeutig Gedanken über neue Spieler gemacht hat und wie man sie an dieses Spiel besser heranführen kann. Für erfahrene Spieler und solche, die das Ziel haben, in die höheren Bereiche der Rangliste vorzustoßen, ist dieses System sicherlich nur bedingt geeignet, denn auch wenn die Decks, die hier vorgeschlagen werden, aus der aktuellen und vergangenen Meta inspiriert sind, so sind es dennoch nicht unbedingt die Decks, mit denen man die besten Chancen auf hohe Ränge hat. Aber trotzdem eine gute Idee. Soweit mein Eindruck zu diesem neuen System. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, dann wieder zum Thema Kartenchaos. Und bis dahin sage ich Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.